Hi Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr an Black Friday irgendwas bestellt habt oder nicht, aber ich habe ja wirklich ein bisschen was bestellt und meine ganzen Bestellungen sind irgendwie zu spät gekommen. Entweder war die Post dran schuld oder die Unternehmen selber waren dran schuld, keine Ahnung. Deswegen kommt mein XXL Black Friday Haul irgendwie erst jetzt. Ist ja auch nicht so schlimm, weil ihr könnt euch ja immer noch von den Sachen inspirieren lassen und zu den meisten Sachen, die ich euch heute zeige, habe ich trotzdem einen richtig coolen Rabattcode für euch, den ich euch dann entweder hier einblenden werde oder nochmal in die Infobox schreiben werde. Zudem werde ich auch alle Sachen verlinken und wie ihr wisst, gibt es ja bis zum 24.12. in jedem Video etwas zu gewinnen bei mir und was ihr gewinnen könnt, werde ich euch gleich zeigen, weil dieses Produkt werde ich euch auch gleich zeigen. Ich bin nämlich sehr, sehr begeistert davon und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lange, sondern fange einfach an mit diesem XXL-Haul. Ich habe mir hier so eine Tüte geschnappt. Boah, Leute, Alter, guckt euch das mal an. Das sind alles Sachen, die ich euch heute zeigen will und es ist wirklich eine richtig schwere Tüte, aber wir beginnen erstmal mit Schuhen, denn meine Cousine heiratet. Sie hat mich eingeladen zu ihrer Hochzeit und ich war auf der Suche nach richtig tollen Schuhen für mein Kleid. Ein Kleid habe ich nämlich schon und ich wollte eigentlich zwei Paar Schuhe haben, weil ihr wisst ja, so auf serbischen Hochzeiten, da wird ja viel getanzt und ja, da hatte ich eigentlich keine Lust, den ganzen Abend in hohen Schuhen zu verbringen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche eigentlich ein paar flache Schuhe und ein paar hohe Schuhe. Und dann, Leute, habe ich euch auf Instagram so gefragt, ich so, ja, hey, könnt ihr mir irgendwas empfehlen und so, ich brauche einmal flache und einmal hohe Schuhe für die Hochzeit. Und dann habt ihr mir was empfohlen, Leute, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ja überkrass. So, ich zeig's euch jetzt mal. Ja, die Marke, wo ich die Schuhe bestellt habe, heißt Meme et Moi. Und weil ich so begeistert von den Schuhen bin, ich werde euch gleich mehr davon erzählen, könnt ihr in diesem Video auch ein Schuhpaar gewinnen. Natürlich könnt ihr euch auf der Seite eins aussuchen. Und was ihr euch noch aussuchen könnt, werde ich gleich nochmal erwähnen. Und dann könnt ihr mir einfach eure Schuhgröße durchgeben und das Schuhpaar, was ihr gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr eines dieser tollen Schuhpaare auf der Internetseite hier in meinem Video gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur meinen Kanal kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch jedes Video von mir schön schaut und hoffentlich nicht verpasst. Diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Und ich würde euch jetzt mal zeigen, warum ich diesen Schuh so genial finde. Also zuallererst muss man sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr hochwertige Marke ist. Man hat hier so ein Schuhsäckchen auch mit dabei. Und dann hat man hier natürlich die Schuhe. Ich zeige euch jetzt, für welches Schuhpaar ich mich entschieden habe. Und zwar habe ich mir diese wunderschönen Schuhe hier bestellt und wie ihr seht, der Absatz, da könnte man jetzt meinen, okay, das ist jetzt eigentlich ein Schuh für den Sommer, so eine Sandalette, jetzt nicht unbedingt für eine Hochzeit geeignet, aber Leute, wartet, wartet. Wie ihr seht, es ist wirklich ein flacher Absatz so und der zweite Schuh sieht so aus und die haben natürlich viel, viel mehr Schuhpaare, aber das hier hat perfekt zu meinem Kleid gepasst und ich wollte halt unbedingt diesen Schuh haben. Ich glaube, der heißt sogar Bridal Schuh, also so Hochzeitsschuhmäßig auf der Seite und genau, so sieht der aus, er hat hier so eine richtig schöne Schleife und passt jetzt auf, Leute, ich zeige euch, was diesen Schuh so besonders macht. Ihr seht, hier hinten habt ihr so einen kleinen Hebel und hier ist der Absatz. Und ich habe euch ja gesagt, ich brauche eigentlich ein paar flache Schuhe zum Wechseln natürlich und ein paar hohe Schuhe, weil ich halt den ganzen Abend nicht auf hohen Schuhen stehen kann, weil ich dann Fußschmerzen kriege. So, und jetzt passt auf, ihr müsst einfach nur diesen Hebel hier einmal ziehen. Da könnt ihr auch nichts kaputt machen, da macht es einmal Klack, also ihr könnt da wirklich dran ziehen. Keine Sorge, ihr könnt da nichts kaputt machen. Dann zieht ihr das hier einmal hoch, wie ihr seht, der Absatz wird dann locker und ihr könnt den Absatz einmal abziehen, Leute. So. Das heißt, wenn ich dann nicht mehr laufen kann, kann ich einfach diesen Absatz dran machen oder eben einen anderen, der flacher ist. Ich zeige euch jetzt mal, welchen Absatz oder für welche Absätze ich mich für die Hochzeit entschieden habe. Denn die haben verschiedene Absätze und der Gewinner darf sich dann natürlich auch einen Wechselabsatz aussuchen. So, ich zeige euch jetzt mal sozusagen alle Möglichkeiten und wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr diesen Absatz jetzt abgenommen habt, seht ihr ja, der Hebel ist nach oben gerichtet. Den macht ihr jetzt einmal zu. Und mehr müsst ihr jetzt gar nicht mehr machen. Die Absätze sind übrigens hier in solchen kleinen Säckchen. Und ich zeige euch jetzt die Absätze, für die ich mich entschieden habe für die Hochzeit. Ja, es gibt hier einmal so dünnere Absätze. So sehen die aus. Dann habt ihr einmal Blockabsätze und zwar sind das diese hier und ich bin ja ein sehr großer Fan von Blockabsätzen. Ich liebe Blockabsätze über alles. Ich glaube, das wisst ihr auch, wenn ihr mich kennt und auf Blockabsätzen könnt ihr am besten laufen und auch am besten stehen und da tun die Füße halt auch nicht weh. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde mich für diese Blockabsätze hier einmal entscheiden, wenn ich dann eben nicht mehr laufen kann. Die sind nämlich auch überhaupt nicht so hoch, wie ihr sehen könnt. Also die sind wirklich in Ordnung. Und dann gibt es noch einmal viel, viel, viel höhere Blockabsätze. Die sehen so aus und die werde ich natürlich zuallererst tragen auf der Hochzeit. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ihr nehmt euch einfach den Schuh, steckt den einmal hier dran. Ich hoffe, das kann man sehen. Ungefähr so. Und dann müsst ihr mit eurem Fuß hier einmal reinschlüpfen. Stellt euch hier vorne auf die Zehenspitzen und drückt das Ganze mit der Ferse runter. Ich werde es jetzt mal hier demonstrieren. So,
ihr tut jetzt einmal hier den Fuß rein, stellt euch auf eure Zehenspitzen und dann drückt ihr das Ganze einfach nur mit ganzer Kraft runter und merkt, dass es einmal eingerastet ist. So, jetzt seht ihr auch, dass der Absatz komplett dran ist. Und jetzt könnt ihr den Schuh auch schon anziehen. Und jetzt seht ihr den auch schon getragen auf meinem Fuß. Der ist wirklich wunderschön. Und so sieht der Schuh dann jetzt mit dem anderen Absatz aus. Also der Schuh ist so vielfältig, Leute. Ihr könnt das so variieren, wie ihr möchtet. Und das Coole an der ganzen Sache ist, ja, ihr braucht nicht ein zweites Schuhpaar mitschleppen, sondern das hier, also diese kleinen Absätze, nehmen ja wirklich nicht viel Platz in der Handtasche weg. Das finde ich persönlich so geil, deswegen perfekt für die Hochzeit. So, dann mache ich direkt mal weiter mit Fresh Lines. Ihr wisst ja, ich liebe Fresh Lines total und bestelle mir dort sehr, sehr gerne Sachen. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar hat da eine Bloggerin, die nennt sich Tanja, eine eigene Kollektion rausgebracht, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, wo ich mir auch ein paar Teile direkt bestellt habe. Unter anderem diesen Pullover hier. Ich finde den richtig schön. Der ist auch so ein bisschen cropped und der ist so, ja, so kuschelweich und ich mag den ganz gerne. Das ist das erste Teil. Ja, Manu und ich sind ja auch so richtige Jogging-Freaks geworden und deswegen musste ich mir unbedingt diesen Jogginganzug, was heißt Jogginganzug? Es ist halt nicht unbedingt so ein Jogginganzug, aber halt so ein eleganter, irgendwie auch schicker Jogginganzug mit so einem Crop-Top-Oberteil. Das sieht einmal so aus und die Hose ist dann halt auch so geriffelt und ist wie so eine Baggy, so eine Art Baggy. Es sieht so geil aus, Leute, und es sieht halt gar nicht irgendwie so krass nach Jogginganzug aus, sondern so ein schicker Jogginganzug ist es einfach. Wisst ihr so, wie ich meine? Es ist wirklich eine richtig, richtig geile, ja, Erfindung, finde ich, weil das irgendwie, keine Ahnung, es ist halt nicht so typisch Jogginghose, sondern es sieht einfach geil aus. Und deswegen habe ich mir das bestellt, das gab es auch in verschiedenen Farben und ich habe jetzt einfach beige genommen, weil ich habe ja von ASOS mir auch diesen grauen Jogger bestellt. Der sieht ja so ähnlich aus, außer dass er nicht geriffelt ist. Dann habe ich mir hier noch eine Mom Jeans bestellt. Die sieht so aus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob die mir so stehen wird. Da muss ich nochmal schauen. Tanja trägt die halt immer und ich finde das bei ihr so, so schön. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich probiere das auch mal aus. Aber ich werde euch sowieso ja alle Sachen eingeblendet, angezogen zeigen. War das Deutsch? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, genau. Ihr werdet es ja sowieso sehen, ob sie mir stehen wird oder nicht. Sachen, die mir jetzt überhaupt nicht passen sollten, dann wisst ihr Bescheid. Okay, die werde ich jetzt nicht einblenden. Dann habe ich mir hier noch so ein Set bestellt. Das fand ich persönlich auch mega geil. Das ist wie so eine Jogginghose auch, die dann hier solche Taschen hat. Ihr kennt ja diese Hosen, die waren ja voll im Trend im Sommer. Die hatten dann auch hier solche Taschen und waren aus so einem edleren Stoff, sage ich mal. Und das ist eben so eine Jogginghose. Da muss ich jetzt auch aufpassen, wo ich die hinlege. Die ganze Wohnung bei uns nämlich voller Haare wegen Molly. Und genau, dazu gibt es dann auch noch das passende Oberteil, auch mit diesen Taschen hier. Das finde ich auch richtig cool und es ist auch cropped und schwarz. Ja, und dann habe ich nochmal Schuhe von Fresh Lines. Die werde ich euch wahrscheinlich hier irgendwo mal einblenden, weil die sind auch richtig cool. Das sind so rosane Boots. Die sind aber jetzt da hinten im Schrank und ich habe jetzt gerade gar keine Lust, die zu holen. Deswegen, ich werde sie euch einfach per Video nochmal ganz kurz hier einblenden. Geht es weiter mit Naked, da habe ich natürlich auch einen Rabattcode für euch, werde ich euch hier einblenden. Und da habe ich mir eine Sonnenbrille bestellt, Leute. Ja, eine Sonnenbrille. Jetzt fragt ihr euch, was will die im Winter mit einer Sonnenbrille. Auch im Winter scheint die Sonne, Leute. Und ich fand diese Sonnenbrille so, so cool. Das ist so eine Ray-Ban-Sonnenbrille. Die ist so braun und mit so einem Leo-Muster. Und ich weiß noch nicht, ob sie mir steht, aber keine Ahnung. Ich fand die irgendwie richtig cool. Ich muss mich nochmal wahrscheinlich dran gewöhnen, weil ich sehe jetzt hier auch irgendwie überhaupt nichts, ob sie mir steht oder nicht. Wird auf jeden Fall schon. Wenn nicht, dann trage ich sie einfach so. Ach, und übrigens, meine Ohrringe, die ich heute trage, sind auch von Naked. Die fand ich auch richtig, richtig schön. Ich kann auch mal ein bisschen näher drankommen. Ich wollte die eigentlich an Silvester tragen und habe ich sie einfach direkt angezogen, weil ich die so schön fand. So, es geht weiter mit dieser coolen Jacke. Die habe ich auch bei Naked entdeckt und ich dachte mir so, oh mein Gott, die ist so cool. Das ist so eine Jacke von Fila und wie ihr seht, die ist aus so einem Lammfell-Imitat, wenn man das so sagen kann. Also ist jetzt kein echtes Fell oder so, sondern wirklich so wie so ein Teddy-Stoff, nur so, ja, wie so Lammfell-Imitat halt einfach. Fühlt sich an wie so ein kleines Lämpchen einfach, natürlich nicht echt. Und genau, das ist von Fila so eine Jacke und ich fand die richtig nice. Ich finde die so cool und deswegen habe ich gedacht, die muss meine sein. Ja, wenn wir schon bei Fila sind, bleiben wir direkt mal bei Fila. Ich habe mir nämlich neue Schuhe aufgestellt. Und zwar sind das diese hier. Das ist absolut Geschmackssache. Ich finde die mega geil. Und zwar sind das so Plateaus, wie so Buffalo-ähnlich, sage ich mal, nur von Fila. Und ja, ich fand die mega geil. Ich habe die in 37 bestellt, in meiner ganz normalen Größe. Und die passen auch. Ich war echt kurz davor, so 38 zu bestellen, weil in den anderen Fila-Schuhen, diese mit diesen Zacken unten, ich weiß nicht, wie die heißen, diese üblichen Fila-Schuhe, die jeder kennt, da habe ich eigentlich 38. Und ich dachte mir, nee, komm, ich bestelle hier mal meine normale Größe. Und die haben tatsächlich gepasst. Also 37, genau, habe ich ja auch regulär. Also wenn ihr die auch haben wollt, in eurer normalen Größe bestellen. Weiter geht's mit einem Rippstrick Rollkragen. Der sieht so aus. Das ist so ein ganz normaler weißer Rollkragenpullover mit solchen umgeklappten Ärmeln.
damit das so ein bisschen lockerer sitzt. Und der ist halt auch nicht so lang. Der ist halt nicht cropped, aber jetzt auch nicht so krass lang. So, wisst ihr, wie ich meine? Der ist halt so normal. Und es hat mir echt gut gefallen, weil ich liebe ja dieses Geriffelte. Naked hat wirklich so wunderschöne Klamotten. Dann habe ich mich für dieses Oberteil hier noch entschieden. Das ist hier so ein ganz normaler Pullover. So ein, ja, etwas dünnerer Pullover. Auch wieder Ripstrick, was auch sonst, in rosa. Und genau, das hat jetzt hier so ein, ja, wie nennt man das denn? So ein Turtleneck. So einen kleinen Stehkragen, aber jetzt nicht komplett wie das hier halt, ne? So ein bisschen Kragen, aber nicht komplett nach oben. Und das fand ich echt schön. Auch die Farbe fand ich richtig toll. Ja, das hier habe ich schon in Beige und deswegen habe ich mir gedacht, ich will das unbedingt noch in Grün haben. Oh, warum habe ich denn XXS hier bekommen? Nein, das ist die falsche Größe. Toll, vielleicht passe ich da aber trotzdem rein. War das andere jetzt auch so klein? Nee, das war richtig. Na toll. Keine Ahnung, da habe ich mir die falsche Größe geschickt. Das muss ich irgendwie zurückschicken. Ich werde versuchen, mich da reinzupressen, aber XXS ist ein bisschen klein. Aber vielleicht passt es ja. Ich weiß es nicht. Oder ist das hier nur falsch? Nee, das ist schon richtig. Oh Mann. Da habe ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut, weil das ist wirklich so eine schöne Farbe. Aber ich werde gucken. Vielleicht kann ich mich hier da auch reinquetschen. Da fällt glatt mein Mikrofon runter, Leute. Okay, Leute, mein Stativ ist gerade kaputt gegangen, deswegen musste ich jetzt hier ein bisschen mit Klebeband etwas reparieren. Ja, machen wir einfach mal weiter mit diesem Rock hier. Ich brauchte unbedingt so einen schwarzen Rock, der so ein bisschen ausgestellt ist, weil ich habe auf Instagram so ein geiles Outfit gesehen. Ich habe die passenden Schuhe dazu, so Stiefeletten, also Overknees. Dann die Jacke habe ich dazu, einen schwarzen Rollkragen oder weißen habe ich natürlich auch. Und dann hat mir nur noch dieser Rock gefehlt, Leute. Deswegen habe ich mir so einen Rock bestellt, der so ähnlich aussah wie auf dem Bild, weil ich musste das unbedingt nachstylen, dieses Outfit. Und ja, ich bin nirgendwo fündig geworden nach so einem Rock, nur bei Naked. Ich verstehe nicht warum, weil das sind ja eigentlich solche Basics. Und ja, ich bin ultra glücklich. Hoffentlich ist das ja das die richtige Größe. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin heute irgendwie ein bisschen aus dem Konzept. Ja, dann geht es weiter mit diesem gelben Pullover hier. So senfgelb ist das. Da steht Levi's drauf. Fand ich eigentlich ganz nice. Und deswegen habe ich mir den geholt. Der ist auch ein bisschen cropped. Nicht so krass cropped, aber schon etwas cropped, so ein bisschen kürzer. Aber ihr werdet sowieso getragen sehen. So, dann habe ich mir, wie eben in Rosa schon gezeigt, das gleiche nochmal in Weiß geholt. Ihr kennt mich und ihr wisst ja, das ist auch schon wieder XXS, Leute. Die haben mir einfach die falschen Größen geschickt. Oh, why? Warum habt ihr mir die falschen Größen geschickt? Oh, was soll ich denn jetzt damit machen? Leute, das ist schon wieder die falsche Größe. Ich komme nicht drauf klar. Es ist einfach falsch. Ich weiß nicht warum, aber ja, wenn ihr das nicht getragen seht, dann ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das getragen zeigen kann, aber ich muss es auf jeden Fall zurückschicken, weil das ist definitiv zu klein, glaube ich. Also es ist ja straight schon so, aber ich will trotzdem XS lieber haben, anstatt XXS. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das halt in zwei Farben bestellt, weil ich das halt so toll finde, aber naja. Dann geht es weiter mit diesem richtig schönen Pullover. Ich weiß nicht, ob ihr die Struktur davon gut sehen könnt, aber ich glaube ja jetzt. Das ist wirklich so ein richtig cooler Stoff. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und das ist einfach so ein ganz normaler Hoodie. Also wirklich wie so ein Hoodie gemacht. Nicht Pullover, sondern wie so ein Hoodie. Und das fand ich halt richtig geil an dem, weil ich liebe so Basics. Als ich diese Jacke gesehen habe, dachte ich mir, die schreit doch förmlich nach mir. Und zwar ist das eine Jacke von Levi's und die hat hier so einen richtig coolen Fellkragen. Ist natürlich kein echtes Fell, sondern Kunstfell. Und die hat hier so ein Kordstoff, das ist so geil. Und ich hatte so eine ähnliche Jacke ohne Fell. Also das Fell ist auch abnehmbar übrigens. Von Zara. Das ist wie so eine Bluse gewesen, aber doch schon irgendwie eine Jacke. Ich wurde so oft gefragt, woher hast du die? Und die ist halt wirklich für das Wetter zu kalt. Und die ist halt wirklich richtig fett. Und ich finde die so geil, diese Jacke. Deswegen war ich überglücklich, dass ich die dann ge gesehen habe und gefunden habe. Dieselbe habe ich ja eigentlich schon zu Hause, nur mit Jeans und innen Leopardenmuster. Und hat hier, glaube ich, auch am Kragen, Leo. Habe ich aber bisher auch noch gar nicht getragen, aber ich freue mich, diese hier schon heute zu tragen. Dann habe ich mir hier noch einen Cropped-Pullover bestellt. Und zwar ist der so cropped halt, ne? Und hat hier an den Ärmeln so eine Schnürung. Und ich fand den irgendwie richtig cool, so für zu Hause zum Chillen. Und ja, ist halt wie so ein Sportoberteil, so ein bisschen. Wie so, wie nennt man das denn? Wie so ein Jogger. Oberteil. Aber das Unterteil davon hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir in der Farbe, in diesem Altrosa, nochmal was anderes, weil der war irgendwie zu baggy-mäßig auf der Seite. Ja, dann habe ich mir hier noch so einen ganzen stinknormalen weißen Basic-Pullover geholt. Also ist wirklich echt nichts Besonderes. Ganz normal Strickpullover. Wirklich ganz, ganz
Basic. So, dann habe ich mir noch einen Pullover bestellt. Und zwar sieht der so aus. Und das ist so ein ganz normaler rosaner. Und ich wollte den unbedingt mit so einer Bluse drunter kombinieren, damit dann die Bluse hier unten so rausguckt. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen Schulmädchen-Style. Und ich fand den echt richtig schön, den Pullover. Hat auch wirklich einen super schönen, weichen Stoff. Leute, guckt euch das mal an. Es ist schon wieder die falsche Größe. Ich verstehe einfach nicht, warum. Oh Mann, das wird mir wahrscheinlich auch nicht passen. Doch, doch, das wird irgendwie schon passen. Da werde ich mich reinzwängen. Und zwar ist das hier so ein Crop-Pullover schon wieder. Jetzt nicht zu cropped, aber guckt mal. Ich liebe ja dieses Muster, das habe ich euch ja schon im letzten Heuer gezeigt, an den Armen. Und das ist Bombe. Das finde ich richtig, richtig toll. Deswegen freue ich mich schon sehr, sehr, sehr doll auf dieses Oberteil hier. Ja, Leute, das war es auch schon mit dem Haul. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ich werde euch natürlich alle Sachen in der Infobox verlinken, damit ihr sie schneller findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Macht bei der Verlosung mit und bis dann. Ciao!